Es gibt Neuigkeiten auf Spengler TV und wenn dich das interessiert, einfach dranbleiben und das Video schauen. Und wenn es dich nicht interessiert, schau dir was anderes an. Also ein Blech hier auf die Seite tun. Zack. Okay, machen wir es uns mal ein bisschen bequem. Ja, ist echt der Hammer, aber wir haben jetzt dann 5-jähriges Jubiläum. Anfang nächstes Jahr haben wir ein großes Jubiläum. Und dann gibt es Spengler TV seit 5 Jahren schon. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und wir haben mittlerweile 1,5 Millionen Videoaufrufe. Ich habe da mal ein bisschen geschaut hier in unseren Auswertungen. Auf YouTube kann man so schöne Analysen machen und Auswertungen. Und da habe ich mal ein bisschen geschaut. Es sind echt 1,5 Millionen Videoaufrufe. Das ist unglaublich. Ja, wie oft Spengler TV angesehen wird und es gibt auch nette Geschichten. Jetzt mittlerweile haben uns da auch Leute angerufen und haben gesagt, hey, super, danke, toll, was ihr da macht. Also viel Zuspruch und lobende Worte natürlich und auch, ja, dass wir denen geholfen haben, wenn die jetzt irgendwie was gelernt haben hier auf Spengler TV. Da gab es schon ganz nette Anrufe und die Leute rufen von überall her, quer aus Deutschland hier an, dass wir ihnen wichtige Tipps gegeben haben und dass man es auch beide machen soll. Und ja, klar, das fehlt uns natürlich hier, wenn wir so viel Zuspruch kriegen und wenn unsere Videos angesehen werden. Für das machen wir es ja schlussendlich auch. Na, lustig war eigentlich mal, wo eine ältere Dame mal bei uns angerufen hat und gesagt hat, dass sie immer wieder Spengler TV schaut und gesehen hat, wie toll wir das verarbeiten und sie selber hat so Probleme mit ihren Spenglerarbeiten an ihrem Haus. Findet es auch ganz toll, wie wir das machen und ja, ich hätte dann praktisch so eine Beratung machen können und sie wollte dann extra vorbeifahren. Dann habe ich gesagt, na nee, ich vermittle ihr da lieber einen Betrieb. Da kannte ich zufällig aus der Gegend jemand, der dort, also ein befreundeter Kollege, der dort arbeitet und der sich das Ganze dann mal angesehen hat. Ich hoffe, er konnte ihr weiterhelfen und ja, war eigentlich ganz lustig, dass die jetzt hier Spengler TV Videos anschaut und dann sich bei mir tatsächlich meldet, weil sie dann gedacht hat, hier, da kriegt sie vielleicht eine professionelle Beratung. Genauso hier war mal jemand, der eigentlich mit seinem Giebel dann sehr kritisch war und das Ganze hier gesehen hat, wie man Metall verarbeiten kann und das seinem Handwerker nicht zugetraut hat. Dann natürlich alles hinterfragt hat, bevor es dann endlich losgeht an die Giebelverkleidung. Ob man das alles so machen kann, wie der Handwerker das mit ihm besprochen hat. Also da war so eine gewisse Unsicherheit und da konnte ich dann auch weiterhelfen und habe dann gesagt, nee, das passt schon alles so. Also er kann das schon seinem Handwerker überlassen. Aber ich finde es einfach spannend, wenn man da angerufen wird. Und ja, dann merkt man eigentlich auch, dass tatsächlich tausende von Leuten da draußen zuschauen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Handwerk zu tun haben, die trotzdem Spengler TV schauen. Das finde ich einfach richtig klasse. Ja, ich schließe daraus, wenn wir solche Anrufe immer kriegen von Leuten, die sich da gar nicht auskennen oder die um Rat fragen, besser gesagt, dann ja, sehe ich da das Interesse draußen an Spenglern oder an dem Spenglerhandwerk und dass es doch ein recht exotischer Beruf ist, den nicht jeder machen kann. Und das finde ich eigentlich das Spannende auch an unserem Beruf und das Schöne auch, dass man da wirklich ein gutes Stück Berufserfahrung braucht und viel Know-how braucht, das man sich über die Jahre hier aneignet. Aber es macht einfach Spaß hier und ich finde, ich versuche das auch hier mit Spengler TV ein bisschen nach außen zu tragen und weiterzugeben. Und das finde ich auch irgendwie das Coole hier an dem ganzen Konzept hier mit Spengler TV, an dem ganzen, was das Spenglerhandwerk ausmacht auch und dass man dann wirklich auch nur echtes Handwerk zeigen, so wie wir es bei uns auch immer überall nach außen weitergeben. Dass wir praktisch von der Rolle oder von dem Tafelmaterial, von einem Stück Blech im Grunde da was Tolles zaubern können. Und manche sagen dann hier, du musst mal mehr Meter machen und hier, das geht doch viel einfacher, wenn das hier alles automatisiert von irgendwo rausrollt oder sowas. Habe ich letztens gehabt hier in dem Videokommentar. Ich finde eigentlich auch die kleinen Bastelecken, für die man manchmal echt Nerven braucht und wo man stundenlang dann in einer Ecke sitzt, aber dann nachher tatsächlich ein Problem gelöst hat und es wirklich auch optisch schön gelöst kriegt mit so einer Blechverwahrung
Und das macht eigentlich das Handwerk aus, finde ich. Wenn man auch tüftelt und wo man abends auch mal nachgrübelt und schaut, wie man es tatsächlich umgesetzt kriegt, finde ich einfach toll. Es ist ja echt super, dass man mit so einem relativ unspektakulären Thema wie Spenglerarbeiten, finde ich jetzt mal, die Leute erreicht. Also echter Hammer, wie viele Menschen sich da doch fürs Handwerk begeistern. Und das finde ich eigentlich auch echt riesig, dass da so viel geschaut wird. Macht natürlich auch zum gewissen Teil bestimmt die Regelmäßigkeit aus, mit dem wir da unsere Videos dann auf YouTube hochladen. Aber es macht immer noch riesig Spaß und deswegen bleiben wir auch weiterhin dran, haben wahnsinnig viele Ideen wieder und da kommen wir jetzt noch ein bisschen näher dazu. Ja, das ist eine Sache noch, die liegt mir irgendwie ständig noch im Nacken und die will ich irgendwann mal rausbringen. Also das ist ein Thema, wo ich schon lange dran arbeite und immer wieder dran gehe, aber es gestaltet sich ein bisschen kompliziert und zwar unser Newsletter. Wir haben schon vor längerem mal einen kleinen Newsletter aufgesetzt und waren nicht zufrieden mit dem Anbieter, haben den jetzt gewechselt und eigentlich steht schon alles in den Startlöchern, aber wir müssen das Ganze noch einpflegen, ein bisschen auffrischen und überarbeiten und dann wird es auch wieder einen Newsletter geben. Ich weiß, ihr habt euch schon oft eingetragen, also da tragen sich ständig Leute bei uns ein, da gibt es so eine Option bei uns auf der Homepage. Auf unserer Internetseite, ihr könnt auch unten in der Videobeschreibung da gerne mal schauen und euch da eintragen, jetzt vorab schon mal für den Newsletter und da tragen sich ständig Leute ein und kriegen keinen Newsletter. Also nochmal Entschuldigung dafür, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, mache jetzt ziemlich viel hier selber und organisiere hier viel selber und damit das Ganze automatisierter geht, ein bisschen ein Stück weit haben wir den Anbieter gewechselt und da wird es demnächst auch einen Newsletter geben, also ein bisschen Geduld bitte noch, aber Ende dieses Jahr versprochen wird es noch einen neuen Newsletter geben und dann halte ich euch wieder definitiv hier regelmäßig auf dem Laufenden und dann bekommt ihr, die sich da schön eingetragen haben in unserem Newsletter, bekommen dann immer als erstes Nachrichten, wenn sie irgendwas auf Spengler TV tut. Es gibt ja auch schon seit längerem unsere Video-Workshops zu kaufen in unserem Shop-Bereich. Und ja, es wird neue Video-Workshops geben, da verrate ich noch nicht allzu viel und auch ein Audiobook, das ist jetzt gerade aktuell in Arbeit, also da wird noch einiges kommen und das mache ich jetzt noch ein bisschen spannend, aber da könnt ihr euch echt schon mal drauf freuen. Ja, unser nächstes großes Projekt hier mit Spengler TV, das wird definitiv unsere Deutschland-Tour nächstes Jahr sein. Wir werden mit Spengler TV auf Tour gehen, das haben wir zumindest mal vor und da kann man sich jetzt schon bei uns bewerben per E-Mail. Wir suchen jetzt also Spengler oder Dachdeckerbetriebe, Hersteller oder auch Fachhändler, die mit uns zusammen Workshops veranstalten möchten. Und ja, da kann man sich jetzt schon bei uns bewerben. Wir werden dazu vielleicht auch noch ein kleines Video machen und einen kleinen Aufruf nochmal, aber das wird es jetzt schon mal geben für Anfang nächstes Jahr kann man sich da bei uns bewerben und ja, jetzt einfach mal schauen, ihr da draußen Interesse habt an Spengler TV, ob ihr uns mal live kennenlernen wollt, ob ihr ja auch tatsächlich mal von uns live was beigebracht werden wollt. Also wir sind dazu bereit und stehen in den Startlöchern, dass wir quer durch Deutschland reisen. Ja, und dann noch eine Sache zu unserem Online-Shop. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch hochwertige Werkzeuge da im Online-Shop. Wir wollen einfach da Werkzeuge und Tools anbieten, mit denen wir arbeiten. Und da haben wir jetzt angefangen mit den Bigitech-Produkten, das sind wir einfach überzeugt, die finde ich einfach selber auch richtig toll. Ja, das sind hier Tools wie hier der Perfect Bender von Bigitech und auch andere wie der Akkusimo. Die sind einfach auch echt technisch ausgereift, finde ich, und sehr hochwertig. Auch alles nicht rostende Materialien, mit denen haben wir jetzt echt auch schon viel gearbeitet und haben die immer ständig dabei. Und ja, vor allem auch der Akkusimo hat es uns seit unserem Island-Projekt angetan. Ja, der Akkusimo, der ist auf jeden Fall bei uns immer mit dabei, wenn es um Metalldachflächen geht und Metalldeckungen und das ist insgesamt eines meiner Lieblingsprodukte und ich kann wirklich nur sagen, hier, das lohnt sich auf jeden Fall, sich so einen Akkusimo zuzulegen, vor allem auch, weil die Anschaffungskosten, finde ich, äußerst gerechtfertigt sind und wirklich innovatives Produkt. Gibt es bei uns auch im Shop exklusiv, frachtkostenfrei. Und ja, einfach mal anschauen. Also wir wollen hier wirklich Tools anbieten, die auch sehr qualitativ, sehr hochwertig sind und mit denen wir auch selber arbeiten, die wir einfach gut finden. Und
Ja, wollen da ein paar tolle einzelne Produkte, so eine kleine Auswahl anbieten. Und ja, ab jetzt neu bei uns im Shop und mal sehen, was da sonst noch alles so dazukommt. Sind wir auf jeden Fall gespannt, sind wir auch gerne offen für Herstelleranfragen, die da noch Interesse haben. Und wollen wir so langsam ein bisschen ausbauen. Aber ja, so nach und nach, da haben wir auch keinen Stress damit. Schaut da einfach mal vorbei hin und wieder mal und schaut euch das an, was wir so im Shop-Bereich haben. Im Winter wird es dann auch wieder ein paar coole Projekte geben, direkt hier aus unserer Werkstatt. Und da sind einige Ideen noch da, die wir jetzt nicht umgesetzt gekriegt haben. Im Sommer haben wir doch einiges draußen zu tun gehabt. Und unser Projekt Island, das hat ja natürlich auch sehr viel Zeit von uns beansprucht. Ja, aber es werden dann wieder einige Videos kommen. Da sind coole Ideen da. Und wenn ihr ein paar Ideen habt für weitere Videos, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Oder auch vielleicht wollt ihr irgendwie ein spezielles Tool im Shop haben oder findet es einfach toll für Spenglerarbeiten. Da sind wir natürlich auch immer neugierig auf neue Produkte und auch interessiert hier. Vielleicht auch ein Hersteller, der jetzt gerade zuschaut und da eine tolle innovative Geschichte hat, gerade im Moment. Also schreibt uns gerne per E-Mail oder hier unten in die Kommentare einfach, wir melden uns. Und ja, auch wenn ich hier manche Kommentare nicht beantworte für ältere Videos oder in älteren Videos, das liegt einfach daran, dass ich nicht immer die Zeit habe, alle Videos durchzuschauen und auch manchmal den Überblick ein bisschen verliere, was da alles so auf Spengler TV geht. Es sind ja schon über 100 Videos jetzt mittlerweile, die online sind. Und ja, ich versuche natürlich immer möglichst viel zu beantworten, solange das geht und solange es die Zeit zulässt. Aber vielleicht geht man auch das eine oder andere aus. Also dann einfach immer regelmäßig dranbleiben und schreiben, vor allem auch in den aktuellen Videos. Und ja, soweit wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Meisterbook für Spengler TV. Ja, jetzt hätte ich noch was vergessen hier. Schönen Gruß an die Jungs von Dachpro noch und vielen Dank für die netten Geschenke. Und ja, wir bieten praktisch Praxisworkshops. Ja, im Winter wird es natürlich wieder mehr Videos geben, hier direkt aus unserer Werkstatt. Und da sind noch einige Ideen, wie wir hier auf Lager haben. Vielleicht von ein paar